Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arena 3 und 3 gewertet. Heute ungefähr auf 1800 bis 1900 Wertung unterwegs, also auch nichts Besonderes. Und wir spielen hier mit einem Zerstörungshexenmeister und Heiligpaladin zusammen im ersten Spiel gegen Schattenpriester, Meuchelschurke und Wiederherstellungsschamane. Da geht es auch schon wieder ordentlich rein hier. PI ist gezogen, Massenbannung geht durch. Grounding steht jetzt auch da, das ist schade, aber vielleicht bekommen wir hier ein bisschen Damage raus. Das wäre ganz gut, Zeitverschiebung läuft auch. Jetzt bekommen wir hier ganz guten Schaden auf den Schattenpriester drauf und die sind schon so ein bisschen in Gefahr. Gehen jetzt hier natürlich hinter die Wand, ja, weil sie Angst haben, aber ich blinzel mich hier einfach offensiv rein. Versuche da weiterhin die Frostblitze reinzuballern. Da kommt auch die Ascendance hier durch vom gegnerischen Schamanen, also 3 Minuten CD ist raus, 1 Minute CD ist auch noch raus. Jetzt hier leider die Stille auf mich vom gegnerischen Schattenpriester. Das ist schade, aber das ist okay. Ansonsten versuchen wir hier den Schurken auch einigermaßen im Kampf zu behalten. Machen wir hier auch wieder. Er hat nicht erneut die Unsichtbarkeit rausbekommen. Macht jetzt hier die Smoke Bomb, weil er wirklich in die Unsichtbarkeit will. Und jetzt ein bisschen die Schnauze vor. Jetzt bin ich hier im sehr, sehr langen Nierenhieb. Der Grund, warum ich so lange da drinnen bin, weil ich das komische Schmuckstück anhabe. Es ist auch ein bisschen Trolling. Sollte ich auch wieder ausziehen. Aber ansonsten kommt jetzt hier die Mind Control durch Gedankenkontrolle auf unserem freundlichen Paladin. Ja, ich hatte leider King Kick ready, deswegen habe ich geschiebt. Und ja, das dümpelt jetzt so ein bisschen vor sich hin. Jetzt geht der Schurke wieder rein. Hat wohl was gesehen, will wieder ein bisschen Damage machen. Aber wir kontrollieren sie hier eigentlich gerade ganz gut. Das ist eine gute Sache. Jetzt rennt Miau Kek wieder hinter die Wand. Und dann, ja, hätte ich einfach wieder den anderen. Und ihr müsst wirklich zusehen als Frostmagier in der Arena, dass er immer auf offenem Felde steht, ja. Nie irgendwie eigentlich hinter die Wände hinterhergehen. Außer ihr könnt vielleicht ihn wirklich töten. Aber jetzt hier die leeren Eruption unterbrochen, ja. Falls sie da irgendwas machen wollen und meinen Freund töten möchten. Cloak of Shadows, Mantel der Schatten, ist jetzt auch raus vom gegnerischen Schurken. Also der Schurke könnte jetzt in der nächsten Minute eigentlich mal irgendwann sterben. Wenn wir das gescheit spielen, aber der Schurke, ihr seht, Schurke ist schon wieder hinter der Wand, geht jetzt wieder in die Unsichtbarkeit rein. Wird wahrscheinlich jetzt wieder reingehen irgendwo, ja, da rechts im Bild ist er auch schon. Und ja, wie gesagt, wir können ihn jetzt aber töten, wenn wir irgendwie den Heiler CC bekommen. Jetzt bin ich so ein bisschen das Fokus-Target, werd hier unterbrochen, stehe hier vielleicht ein bisschen ungünstig. Egal, da benutze ich halt die Fleischformung. Und ja, ansonsten hier nochmal unterbrochen, ein bisschen Druck rausgenommen. Und da kommen die Chaosblitze sehr, sehr schön, aber leider auf dem Priester statt auf dem Schurken, weil eigentlich kann der Schurke hier wirklich sterben. Jetzt muss er hier die Map crossen, also sozusagen rübergehen, dass der gegnerische Heiler bei seinen Freunden ist. Hat er auch hinbekommen, habe ich leider keine gute Ice Wall oder so hingekriegt, dass wir den irgendwie abschneiden von seinem Team, hat nicht geklappt. Aber jetzt ist Miau Kek wieder da und der wollte einfach sterben. Und ja, sein Mantel der Schatten ist noch 25 Sekunden auf Cooldown. Und dementsprechend ist da, ja, Miau Kek ist einfach gestorben an Chaosblitzen. Auch ich habe ein bisschen Schaden da gemacht. Und damit ist auch das erste Spiel mal wieder siegreich. Sehr, sehr schön. Danke dafür. Nächstes Spiel geht dann gegen Furorkrieger, Wiederherstellungsschamane und Vergelter-Paladin. Also die Klassiker-Kombo. Da gehen auch direkt wieder hier rein mit Klingensturm. Schöner Fullship hier auf den gegnerischen Heiler. Das ist ganz gut. Und wir bekommen hier gut Damage raus. Ich bin vollkommen unberührt hier von den Gegnern. Und ja, der wäre fast schon gestorben da an der Stelle. Vielleicht hätte ich lieber Frostblitze statt Eislanzen casten sollen. Dann wäre das eventuell schon vorbei gewesen. Und der Paladin wäre gestorben oder so schnell nicht reagiert hätte. Aber ihr seht schon jetzt, was sie machen. Gefühlt sind die vielleicht auch im Voice. Keine Ahnung, ich bin ja nicht im Voice mit meinem Team. Es sind einfach irgendwelche Randoms über LFG gesucht. Aber ja, die plötzlich rennen die voll hinter die Wände, haben Angst, weil sie sehen, Todesgeboren ist aktiv wohl bei mir. Und solange Todesgeboren aktiv ist, sollte man einfach, ja, wenn man im gegnerischen Team ist, wirklich einfach hinter die Wand laufen und dann ist eigentlich gut. Ja, jetzt ist Todesgeboren leider abgelaufen, konnte nicht mehr viel machen, kam nicht mehr ran. Und dementsprechend werde ich jetzt relativ wenig Schaden machen. Aber schon wieder einen Fullsheep hier auf dem Schaman bekommen, aber ich komme nicht wirklich ran. Reschieb hier nochmal. Macht da ein Blizzard rein. Noch ein Schieb hier vielleicht hinterher. Ja, ging durch. Aber leider bekommen wir ja keinen Tod. Es war ein bisschen bitter. Ich kam halt nicht wirklich ran. Stand ein bisschen ungünstig. Und ja, jetzt rennen die schon wieder weg. Ein bisschen strange, aber okay. Aber ja, diese Combo ist wirklich nervig. Und mein Hexer wird die ganze Zeit gefokust von den Boys. Bin jetzt hier im vollen Hex. Wird leider auch nicht irgendwie entflucht. Ich glaube, wir haben auch keinen, der entfluchen kann, außer ich halt.
Aber ich selber kann das dann nicht wegmachen. Ansonsten könnte ich jetzt zum Beispiel wieder den Schamanen eigentlich schieben. Mache ich hier nicht, ist ein Fehler. Ich hätte ihn durchaus wahrscheinlich hier schieben können. Aber vielleicht würde ich einfach so ein bisschen Druck rausnehmen von den Gegnern. Ja, dass da mein Hexer nicht stirbt. Jetzt entscheiden die sich wohl, auf mich zu gehen. Und deswegen, ja, muss ich mal hier ein bisschen laufen. Ansonsten, was könnte ich jetzt machen? Den, ja, Krieger kann ich nicht schieben. Ich könnte den Paladin schieben. Aber jetzt gehen sie auch schon wieder weg. Der, ja, Schaman ist ein bisschen abgeschnitten, gerade von seinem Team da hinten gewesen. Und mein Hexer fokussiert ihn wohl auch. Ganz, ganz wild, was hier auf jeden Fall passiert. Aber bis hier im Inneren immer noch keiner gestorben, leider Gottes. Aber vielleicht jetzt, nee, Grounding kommt hier durch. Und ja, ich wollte ihn gerade hier schon unterbrechen. Aber musste so ein bisschen verzögern, weil das Grounding lag. Da hätte ich zum Beispiel auch Feuerschlag nutzen können, aber Feuerschlag habe ich nicht gebindet hier aktuell in diesem Spiel. Und deswegen, ja, weiß ich nicht, hätte da vielleicht einer sterben können, aber so stirbt wieder keiner hier. Kick auf mich, okay. Ansonsten nochmal ein Blizzard da rein. Vielleicht stirbt jetzt irgendwann mal der hier, der Paladin ist gut in Gefahr, aber jetzt wird schon wieder hier hinter die Wand gegangen. Und dementsprechend ist das schade. Aber wenn wir jetzt irgendwie einen Full-Sheep auf den Schamanen kriegen, könnte da auf jeden Fall jemand sterben. Also wir bekommen einfach kein gescheites Setup irgendwie hin. Schmuckstück ist jetzt raus vom Krieger, vom Schamanen auch. Hat jetzt hier auch Ascendance gezogen. Also sie wollen hier wohl irgendwas töten. Hex. Ja, jetzt ist Todesgeboren übrigens wieder ready geworden. Und das ziehe ich auch direkt. Ich stehe hier wieder wie am Anfang des, ja, des Spiels eigentlich. Perfekt. Und da ist einfach der Vergeltungspaladin dann doch geplatzt. Das war zu viel Damage auf einmal. Und da sind die einfach zu offensiv gewesen. Hätte wieder schneller hinter die Wand gehen müssen. Und das quasi wieder aussitzen, bis Todesgeboren wieder weg ist. Weil, ja, das ist einfach zu viel Schaden, den die da nicht mehr wegheilen können. Aber wirklich gut gespielt war es jetzt von uns auch nicht. Aber trotzdem, gewonnen ist gewonnen. Nächstes Spiel geht dann gegen Heiligpriester, Gesetzlosigkeitsschurke und Demo-Hexer. Also Demo-Hexer ist wirklich eine Drecksklasse. Ich hasse sie auf jeden Fall als Magier. Und ansonsten, ja, Schurke ist okay einigermaßen, ist nicht so schlimm. Und dann der Heiligpriester noch. Ja, ansonsten, seht ihr es schon, hier sind die dämonischen Portale am Start. Und wir warten hier wohl so ein bisschen das Ganze. Ja, keiner will irgendwie reingehen. Doch, jetzt so langsam hier traut sich mein Hexer rein. Aber der Schurke kommt wohl auch nicht raus. Die wollen wohl, dass wir bei denen reingehen, statt die bei uns. Also ist so ein bisschen hier so ein Lauern. Beide lauern so ein bisschen. Jetzt hier mal ein bisschen Schaden auf den Priester durchbekommen. Das war schon mal ganz gut. Okay, der Schurke geht direkt auf mich. Also vielleicht wollen die hier auf mich gehen. Wieder mal ein guter Kidney hier. Nierenhieb auf mich. Das ist ein bisschen komisch, der Schurke geht auf mich, der Hexer geht auf den Hexer von mir, also vielleicht sind die auch nicht im Voice, sieht zumindest so aus. Ansonsten, ich wollte erst auf den Schurken gehen, aber anscheinend gehen wir auf den Hexer und jetzt, ja, der Hexer macht jetzt wohl hier die Fliege, hat Angst um sein Leben, weil da gut Damage reinkommt. Der Schurke will auch hinter die Wand und wieder in die Unsichtbarkeit reingehen. Jetzt hier, Sheeps kommen durch auf mich, okay, ist nicht allzu dramatisch, wobei es ein bisschen schade natürlich ist. Todesgeboren läuft noch. Ich würde natürlich jetzt am liebsten die ganze Zeit da rein. Hätten jetzt hier mal eine Icewall reingemacht. Und jetzt gehen sie hier aber auf mich. Blitzheilung mal hier unterbrochen. Aber ja, ich muss jetzt hier leider ein bisschen wieder defensiver spielen. Jetzt ist eh mein CD abgelaufen. Konnten ihn leider nicht bis zur letzten Sekunde gut nutzen, weil sie wieder hinter die Wand gegangen sind. Also einfach, wenn ihr immer hinter die Wand geht, wenn ihr todesgeborene Frostmagier seht in der Arena, dann macht ihr schon sehr, sehr viel richtig. Aber jetzt könnte hier vielleicht der Schurke sterben. Da kam ordentlich Damage rein. Zwei Chaosblitze haben ihn ja in 0, nichts auf 30% gehauen. Aber Mantel der Schatten kam rein. Also Cloak of Shadows. Und ja, jetzt könnte er theoretisch sterben. Aber ich bin auch in Gefahr. Segen des Schutzes hier auf mich. Gedankenspiele gingen auch auf mich durch vom Heiligpriester. Und die wollen auf jeden Fall mich hier töten. Ich ziehe ihn jetzt hier so ein bisschen weg. Hoffe, ihn einfach wegzuziehen von seinen Heilern. Aber ja, das gegnerische Team ist gerade ziemlich offensiv hier unterwegs. Und jetzt bin ich hier auch in Gefahr. Oh, vielleicht muss ich hier blocken. Ich kann aber gerade nicht blocken. Doch jetzt, ich wurde nämlich auf Frost gekickt. Das war auch schlecht gespielt. Also immer, wenn ich übrigens so das Fokus-Target bin, bin ich, glaube ich, immer so ein bisschen lost und weiß manchmal nicht, was ich machen soll. Weil das fühlt sich immer so kacke an. Aber ja, ich versuche jetzt einfach Positioning-mäßig ein bisschen was gut zu machen. Versuche den Schurken wegzuziehen von seinem Heiler. Und dass wir ihn da eventuell irgendwie töten können. Aber sein Mantel der Schatten ist in 30 Sekunden wieder bereit, also es wird schwierig. Und ja, aber jetzt bin ich erstmal saved.
Und ja, was machen wir jetzt hier? Wir versuchen einfach den Schurken einigermaßen zu nerven, im Kampf zu halten, dass wir keinen Restlave bekommen. Hier mal den Tyrant unterbrochen vom Hexer. Und ansonsten könnte hier eventuell jetzt hier der Schurke sterben. Die sind irgendwie out of position. Wenn ich jetzt da irgendwie einen Sheep reinbekommen hätte, aber da kommt schon der Grip vom Priester, dass er hier seinen Schurken gesaved hat. Gotteshymne geht durch. Ja, da komme ich leider gerade nicht ran. Ich hätte hier aber eine Ice Wall durchaus mal hinstellen können. Das wäre wirklich sick gewesen. Das habe ich nicht gemacht. Wenn ich da einfach eine Ice Wall bei denen hinten reinstelle, wäre der Schurke, glaube ich, jetzt einfach gestorben, ne? Aber habe ich jetzt nicht gemacht. Lost, actually. Also da sieht man dann auch seine eigenen Fehler, wenn man das nochmal im Nachhinein anschaut. Jetzt nochmal den Hexer unterbrochen, dass da irgendwie kein krasser Damage reinkommt. Vielleicht stirbt er jetzt hier. Nein. Mantel der Schatten ist wieder bereit. Zieht er hier wieder. Greater Fate kommt hier auch durch. Also den kann ich auch nicht schieben. Ist immer schwierig als Frostmagier, die Heiler zu schieben, habe ich das Gefühl. Also ich krieg's nicht so gut hin. Und der Heiligpriester hat jetzt auch sein Sheep geklaut. Und jetzt bin ich so ein bisschen in Gefahr. Full Sheep auf meinen freundlichen Heiler. Ja, er muss hier nochmal blocken. Also ich habe jetzt schon zwei Eisblöcke draußen. Versuche jetzt hier die wegzuwallen, aber diese Wall ist absolut Trolling, würde ich behaupten. Also nicht gut gespielt. Aber wir haben Todesgeborene wieder ready. Ich habe es jetzt auch direkt hier gedrückt. Werd hier leider unterbrochen auf, ja, Arkan. Kann das auch hier nicht wegblinken. Bin im Fullstun, das ist schade. Ja, counter ihn jetzt hier mal so ein bisschen. Und ansonsten ist es einfach ein langes Spiel. Vielleicht stimmt jetzt hier einfach der Hexenmeister. Das ist ein bisschen out of position. Nein, da kommt der Life Grip. Vielleicht ja dann doch eher den Schurken. Können wir ihn wieder töten? Na ja, der frisst gerade ganz gut gerade. Aber sie sind jetzt wieder hinter der Wand. Und das ist natürlich schade für uns. Also ich komme jetzt da wieder nicht wirklich ran. Versuche jetzt hier ranzukommen, werde ich aber unterbrochen auf Frost. Hätte da vielleicht mal auch den Frostblitz faken können. Also ich sollte wahrscheinlich auch vermutlich mehr faken, was Casts betrifft. Damit das einfach nicht passiert so oft. Und ja, jetzt habe ich hier nicht geblinzelt. Ich hätte den Stun theoretisch blinzeln können, aber dann wäre ich voll im gegnerischen Team gewesen. Das wäre schlecht gewesen. Der Schurke jetzt ein bisschen out of position. Vielleicht kann er hier sterben. Nein, tut er nicht. Ja, schwierig. Also keiner stirbt so langsam. Keiner will sterben. So langsam wird es kritisch. Auch wir bekommen natürlich immer weniger Heilung, umso länger das Match geht. Also irgendwann wird dann doch mal einer sterben. Aber ja, es ist einfach so ein Blauern hier gerade. Der Schurke will mich jetzt auf jeden Fall hier töten. Blinzel einfach das Nierenhieb. Hat auch wieder hier Mantel der Schatten gezogen. Aber vielleicht, wenn wir jetzt hier kurz die Kontrolle kriegen, Full Sheep auf dem Hexer, dass der nicht nervt. Und jetzt hier schöner Stun und da kann er einfach sterben. Sehr, sehr gut. Schöner Hammer der Gerechtigkeit vom Paladin und dann ist das Match, so wie es ausschaut, gewonnen, weil sie zu gierig geworden sind. Und ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen oder geholfen hat, dürft ihr gerne noch ein Like da lassen, wenn nicht, dann nicht. Bedankt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.